YouTuber. Heute Mittag kam bei mir ein Päckchen an, welches mich doch etwas erstaunt hat. Ringmuttern. Habe ich nicht bestellt. Keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Aber wenn ich mir das jetzt genauer angucke, dann kommt das von Jens. Und ich nehme mal an, dass da keine Ringmuttern drin sein werden. Das schauen wir uns jetzt mal an. Ja, und siehe da, es sind tatsächlich keine Ringmuttern. Stattdessen finde ich hier als erstes Eukalyptus Menthol Bonbons, extra stark, echte Emdener. Dann ein lieber Brief mit freundlichen Grüßen von Jens. Und jetzt gucke ich mal, was er da noch drin hat. Störtebeckers Ostfriesen-Tee. Zarter Rumduft nach Piratenart. Cool. Und eine Hausmischung von Jakobs aus Emden. Jakobs Nummer 3. Ah. Schon wieder ein Tabak, über den ich mich sehr freue, den ich aber wahrscheinlich erstmal für eine Weile noch verschlossen lassen muss, weil ich so viele zurzeit offen habe. Das ist unglaublich. Jens, herzlichen Dank, sag ich schon mal. Da freue ich mich außerordentlich drüber. Klasse, Mann. Dankeschön. Allerdings werde ich dazu jetzt noch nicht viel sagen können, denn wie gesagt, ich lasse den jetzt erstmal noch zu, bis ich wieder Platz habe, um einen weiteren Tabak aufzumachen. Gut, bis auf die Menthol-Bonbons, die werde ich gleich ausprobieren und den Tee für eine gemütliche Teestunde mit meiner Frau. Herzlichen Dank. Das finde ich richtig, richtig klasse. Ich möchte dir also noch einmal ganz herzlich danken für den Tabak, den lieben Gruß, aber auch den guten Tee, den ich jetzt gerade genieße. Ich habe mich über dein Päckchen sehr, sehr gefreut, auch wenn der Tabak jetzt noch etwas warten muss, weil ich, wie gesagt, bereits einiges offen habe. Und so ein starker Raucher bin ich nicht, das trocknet mir nur aus und wäre dann doch schade drum. Den werde ich also deutlich ins nächste Jahr verschieben. Im Moment ist eine Neuentdeckung dieses Jahres dran. Ich habe in dieses Jahr für mich entdeckt den Dark Twist Roll Cake von McBaron in einer ganz, ganz alten Pfeife. Eine Jean-Claude, Meerschaumlined, damals mein allererster Eigenkauf. Tut mir immer noch Treue und gute Dienste. Und was ihr eben sehen konntet, ist mein neuestes Met-Projekt. Auch dieses Jahr habe ich wieder Met angesetzt. Das ist jetzt der zweite Ansatz. Der erste war mit Quittensaft. Der zweite jetzt hier ist mit rotem Johannisbeersaft. Den habe ich letztes Jahr bereits einmal hergestellt. Der ist auch sehr, sehr gut geworden. Deswegen versuche ich den einfach nochmal zu replizieren. Leider wird sich die rote Farbe
mit dem Gärvorgang verlieren. Die rote Farbe geht fast komplett ins Geläger über, also in die Hefe, die sich absetzt, in die Trübstoffe. Davon bleibt nur ein ganz leichter Schimmer übrig, aber die Fruchtigkeit und die Säure bleiben in fertigen Met dann doch erhalten. Da freue ich mich schon drauf, wie der dann wird. Ebenso gespannt bin ich aber auch auf den Quittenmet. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich diese Mischung versuche. So, die letzten Tage vor Weihnachten. Ich hoffe, ihr findet auch in diesen Tagen bereits etwas Ruhe. Lasst euch nicht so sehr von der Hektik anstecken. Raucht in Ruhe mal ein Pfeifchen und trinkt vielleicht einen guten Tee oder was anderes Gutes. Ich habe das Glück, dass ich heute keinen Dienst habe. Heute ist ein dienstfreier Tag für mich. Mitten in der Woche ist auch mal ganz schön. Und dann wünsche ich euch ein frohes und gesegnetes Christfest. Und genießt es einfach mit allem, was dazugehört, mit gutem Essen, mit geschmückten Zimmern, Dunkelheit und Licht darin. Freut euch, heute ist euch der Heiland geboren. Wir sehen uns, bis dann.